Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Rassecheck. Heute wollen wir uns mal mit einer der ältesten deutschen Hunderassen auseinandersetzen. Und zusätzlich ist es eine der Rassen, die am häufigsten falsch eingeschätzt oder sogar unterschätzt wird. Heute geht es um den Rottweiler. Los geht's. Über die Herkunft des Rottweilers gibt es verschiedene Theorien. Von römischen Hirtenhunden bis hin zu die Urahnen wurden oder sind mit Hannibal als in Anführungsstrichen Armee- und Kampfhunde hier über die Alpen gekommen. Gibt es ganz, ganz viele Varianten. Man ist sich also nicht sicher. Eins steht aber fest, der Rottweiler war Ende des 18. Jahrhunderts oder Anfang des 19. Jahrhunderts schon als Gebrauchshund in der Gegend um Rottweil in Baden-Württemberg ansässig und wurde dort von den lokalen Metzgern und Viehbauern genutzt, um das Vieh von der Alm runter und wieder hochzutreiben. Man brauchte also einen sehr robusten, sehr kräftigen, ausdauernden Hund. Die Geschichte des Rottweilers ist also deutlich älter, als es zum Beispiel die des Schäferhundes ist. Und der Rottweiler wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts, 1910, als Polizeihund zugelassen. Diese Hunderasse gibt es schon sehr lange. Und zwar schon sehr lange als Gebrauchshunderasse, wie sie auch schon heute genutzt wird. Wir müssen den Rottweiler hier nicht beschreiben. Jeder weiß, wie diese Hunde aussehen. Großer, bolliger Kopf, 50 bis 60 Kilo schwere Rüden durchaus, schwarzbraune Zeichnung. Die Frage ist aber, wie schneidet der Rottweiler in unserer Bewertungsmatrix ab? Wie werden wir immer die einzelnen Punkte hier durchgehen und uns Gedanken darüber machen und bewerten, in welchem Bereich der Rottweiler wie abschneidet? Eins kann ich euch jetzt schon mal sagen. Diese Hunderasse wird ganz oft falsch eingeschätzt oder unterschätzt. Und ich möchte euch im Verlauf des Videos auch erzählen, warum und in welchen Bereichen. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen in die Natur und dann geht es los. In den letzten Jahren hatte ich immer wieder Rottweiler im Training. Und wenn... Hoppala, da ist sie. Letztes Jahr alleine 5 oder 6 Stück. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie ich mit eigenen Worten, mit möglichst wenig Worten, den Hund charakterlich beschreiben würde, dann schwanke ich zwischen herzensguter Klotzkopf oder treu doofe Arschgeige. Die Tatsache, dass der Rottweiler in einigen Bundesländern tatsächlich noch auf der Liste steht und hier bei uns in Nordrhein-Westfalen in der Anlage zum Landeshundegesetz die Auflagen, um einen Rottweiler zu halten, also relativ hoch sind, diese Tatsache begründet, dass man nicht mehr so viele Rottweiler sieht. Das Ganze hat auch seinen Grund und im Laufe des Videos möchte ich euch sagen, wieso. Die Rottweiler, die ich in den letzten Jahren hatte, wie sage ich das jetzt? Es gibt einfach zwei Typen von Rottweilern und ich habe das Gefühl, dazwischen gibt es gar nichts. Wir fangen einfach mal mit unserer Bewertungsmatrix an und machen uns Gedanken um den Punkt Erziehung. Wie alle Gebrauchshunderassen, so ist auch der Rottweiler ein Hund, den man sehr gut erziehen kann. Und jetzt liegt aber die Betonung auf kann. Der Rottweiler ist ein Hund, den man sehr gut erziehen kann, aber auch sehr gut erziehen muss. Und weil er so speziell ist, darauf kommen wir im Laufe dieses Videos noch, ist es gar nicht so einfach. Es hat seinen Grund, dass in vielen Bundesländern der Rottweiler nicht ganz so einfach angesehen wird. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an diese reißerischen Zeitungsartikel Anfang der 2000er mit Rottweiler tötet Kind und weiß der Geier nicht was. Das ist natürlich alles sehr übertrieben. Aber es kommt nicht von ungefähr, dass so etwas passieren kann. Trotzdem, der Rottweiler ist ein Hund, der zur Arbeit eingesetzt wurde, der arbeiten kann, der arbeiten will. Und alleine das erklärt, dass und warum er entsprechend viele Punkte im Bereich Erziehung hier bekommt. Denn er ringt eigentlich alles mit. Die Frage ist nur, gewusst wie. Wie kriege ich diesen Hund erzogen? Wie schaffe ich das, dass es klappt? Und, wie ich eben schon sagte, es gibt zwei völlig unterschiedliche Typen. Habe ich Typ A, dann habe ich einen 50, 60 Kilo schweren Rottweiler-Rüden und der hat ein Herz von einem Reh. Das gibt es. Also es gibt diesen riesengroßen Rottweiler, egal ob Rüde oder Mädchen, die wirklich herzensgut sind. Das sind richtig liebe Kerle. Mit einem großen Aber, auf das wir später noch zurückkommen. Es gibt aber auch leider Gottes diese treu-doofen Arschgeigen, die zwar einfach super bezogen zu ihren Menschen sind, nach außen, vor allem aber mit anderen Hunden, aber tatsächlich problematisch sein können. Und bei denen wird es halt ein bisschen schwerer im Punkt der Erziehung. Es ist also schwierig, das jetzt zu pauschalisieren und zu sagen, der Rottweiler kriegt generell gute Punkte im Bereich Erziehung. Das ist einfach
Aha. Trotzdem, die Anlagen sind da. Habe ich Typ A, den liebenswerten Bollerkorb, dann schaffe ich da mit Leckerchen eigentlich alles. Und dann kriege ich den auch zu jedem Scheiß. Dann schaffe ich auch im Schlaf den Wesenstest, der in manchen Bundesländern notwendig ist. Das kriege ich dann alles hin. Ja, da würde ich dann sagen, das ist tatsächlich eine Hunderasse mit 5 Punkten im Bereich Erziehung. Aber habe ich so eine Arschgeige, dann wird es schon mal schwer. Denn dann kann ich ihn zwar erziehen, aber dann muss ich mit anderen Mitteln arbeiten. Dann funktioniert es nicht über Leckerchen. Dann braucht es da klare Strukturen, eine super saubere Führung. Und dann muss es im Zweifel auch mal einen Anschiss geben können und dürfen. Und das fällt vielen Menschen schwer. Weil hat mal so einen 50 Kilo schweren Hund, den du an der Leine festhältst, wenn der sich aufregt. Alleine körperlich ist das schon ursinnig anstrengend. Das heißt, wenn es diese Hunde sind, dann würde ich sagen, da ist das nicht so einfach. Die Grundlage ist da, aber den Schlüssel, der ins Schloss passt, den musst du erstmal haben und finden. Und das ist nicht so einfach. Und dieser Typ B, in Anführungsstrichen, sage ich mal, der Rottweiler, würde bei mir eher so 3 Punkte kriegen. Das heißt, insgesamt landet der Rottweiler mit 4 von 5 Punkten auf einem sehr soliden Platz im Bereich Erziehung. Er bringt alles mit, aber manchmal ist es nicht so einfach. Und klare Strukturen, eine saubere Kommunikation und tatsächlich eine sehr, sehr wichtige frühe Sozialisierung, das sind die Schlüssel für einen gut erzogenen Rottweiler. Da kommen wir gleich noch zu. Aber 4 von 5 im Bereich Erziehung für den schwarz-braunen Klotzkopf. In puncto Alltag schneidet der Rottweiler ein bisschen schlechter ab. Das liegt an unterschiedlichen Punkten. Der eine Punkt ist natürlich sein Auftreten. Es ist ein großer, kräftiger, schwarzer Hund, der, wenn man den richtigen erwischt hat, natürlich auch noch eine entsprechende Körperhaltung an den Tag legt und eine entsprechende Körpersprache mitbringt. Das sehen viele Menschen schon mal schwierig, weil er natürlich auch einfach eine beeindruckende Erscheinung ist mit einer sehr, sehr beeindruckenden Physik. Der zweite Punkt ist die durchaus schlechte Berichterstattung der letzten 10, 15 Jahre. Es gab ein paar wirklich schlimme Fälle mit Rottweilern, die in der Presse sehr, sehr ausgeschlachtet wurden, gerade als es um das Thema Listenhunde ging und der Rottweiler da irgendwie so mitgemischt hat. Ob das berechtigt war oder nicht, werden wir im Laufe des Videos noch aufklären. Der dritte Punkt, warum es mitunter schwierig sein könnte im Alltag mit dem Rottweiler, ist, weil er eben aufgrund seiner Erscheinung tatsächlich in gewissen Einsatzgebieten eingesetzt wird, wie zum Beispiel Polizeidienst, Schutzdienst, Schutz- und Wachhunde, im Hundesport, zum Beispiel im Schutzdienst oder im IPO-Bereich. Diese Hunde haben nicht nur eine gewisse Motivation und eine gewisse Ausdauer und eine gewisse Kraft und eine gewisse körperliche Leistungsfähigkeit und ein gewisses Erscheinungsbild. Nein, man nutzt das tatsächlich auch. Es hat seinen Grund, dass der Rottweiler tatsächlich schon sehr, sehr lange, jetzt seit über 100 Jahren als Polizeihund anerkannt wurde, weil er das echt kann und weil er das gut mitbringt und weil er halt auch einfach so aussieht. Es könnte also sehr schwierig werden, mit einem Rottweiler ohne Maulkorb in den Bus einzusteigen oder tatsächlich ihn mit ins Restaurant zu nehmen und ihn unter den Tisch zu legen. Und da kann man die Leute tatsächlich verstehen. Also es ist ein 60 Kilo schwerer Hund. Stellt euch mal vor, der bellt, da fällt jedem das Besteck aus der Hand. Es ist was anderes als Oma Ernas Fifi, der mitkommt. Und das, obwohl der Rottweiler in der Regel viel besser erzogen ist als Oma Ernas Fifi. Aber es ist halt einfach die Erscheinung, die Größe und das Potenzial, das dahinter steht. Deshalb ist der Rottweiler im Alltag einfach schwierig. Man kann ihn zwar theoretisch überall mit hinnehmen, aber man wird sehr, sehr stark limitiert sein. Und in manchen Bundesländern ist er noch auf der Liste oder aber in der Anlage. Das heißt, die Haltung eines Rottweilers ist zusätzlich erschwert. Man muss einen Wesenstest machen, man muss eine gewisse Auflage erfüllen, einen gewissen Zaun haben und so weiter und so fort. Es ist nicht so leicht. Deshalb, leider Gottes, kriegt der Rottweiler hier im Punkt Alltag keine guten Noten, weil es einfach eingeschränkt ist. Auch wenn der Hund nichts dafür kann, aber die Gesellschaft ist halt noch nicht so weit, diesen Hund anders einzuschätzen oder Hunde generell anders einzuschätzen. Das Bild, das er hat, das muss er erstmal loswerden und das dauert noch ein wenig. Es gibt Hunde, die sind noch schlechter im Alltag zu integrieren, aber es gibt deutlich mehr Hunde, die sind viel besser in den Alltag zu integrieren. Deshalb kriegt der Rottweiler hier 2 von möglichen 5 Punkten im Bereich Alltag. Wie bei den meisten Hunderassen auch, ist es auch beim Rottweiler so, dass der Punkt Erziehung, wenn die Hunde dort gut abschneiden, tatsächlich auch den Punkt Motivation beeinflussen. Habe ich so den Typ A, dann sind die gemütlicher, sind die netter, aber die machen jeden Scheiß mit. Habe ich den Typ B, dann brauchen die gerade etwas mit viel mehr Action und da sind die auch gerne zu haben. Vom Polizeidienst bis hin zum ruhigen Therapiehund habe ich den Rottweiler schon in allen Varianten und in allen Einsatzgebieten gesehen. Und das kann er auch. Motivationstechnisch steht der Rottweiler wirklich auf sehr, sehr solidem Grund. Aber es gibt natürlich noch Hunde, die ein bisschen mehr zu motivieren sind. Der Rottweiler hat auch mal keine Lust. Gerade wenn er ein bisschen älter wird, werden die schwerfälliger. Logischerweise ist es halt auch ein riesengroßer Hund. Man kann es nicht ganz vergleichen mit zum Beispiel dem Border Collie oder dem Australian Shepherd, aber es ist schon eine sehr gute Basis. Hat man das richtige Mittel für seinen Hund, sei es Leckerchen oder tatsächlich Spielzeug, machen die wirklich alles mit. Und man kriegt sie damit tatsächlich auch aus vielen Verhaltensproblematiken raus. Also ein Rottweiler mit einer Jagdproblematik, da werden wir noch zu sprechen kommen,
Das habe ich noch nicht gehört. Weil wenn ich mit denen tatsächlich mit einem Ball oder mit einem Tau spiele, dann ist das für die vollkommen erfüllend. Also die finden das super. Die Problematik ist gerade im Bereich Spiel. Ich muss natürlich erstmal ein Spielzeug finden, das diesen Hund aushält. Ne? Mit so einem ganz normalen Ball oder Tau aus dem Fressnapf komme ich da nicht weit. Das ist ganz schnell ist das Grütze. Also da braucht es von den namhaften Herstellern immer die sehr, sehr durablen Dinge, also die sehr harten und sehr, sehr kräftigen und sehr bissfesten Sachen, weil der Rottweiler wirklich extrem viel Power hat. Also der macht einfach alles mit. Der hat eigentlich zu allem Bock. Mit ein paar kleinen Einschränkungen, deshalb hier 4 von 5 Punkten im Bereich Motivation. Der Rottweiler ist ein sehr temperamentvoller, sehr kräftiger Hund. Das heißt, in den allermeisten Fällen, man muss schon ein bisschen was mit denen tun. Es ist auch hier wieder nicht so wie beim Border Collie, dass die den ganzen Tag fordern. Diese großen Kerlchen können tatsächlich tagelang auch einfach mal nur rumliegen und rumpupsen. Auch das kriegen sie hin, aber auf Dauer wird man schon was mit ihnen tun müssen. Vor allem Kopfarbeit ist wichtig und je jünger sie sind, desto mehr muss ich tatsächlich auch im Bereich der körperlichen Auslastung ein bisschen was machen. Es ist nicht ganz so intensiv wie bei vielen agilen anderen Arbeitshunderassen, aber es ist auch ein bisschen mehr notwendig, als es tatsächlich bei den typischen Begleithunderassen ist. Ich würde sagen, wir sind hier so ein bisschen unterdurchschnittlich, was das angeht. Heißt also, wir müssen ein bisschen mehr tun, als nur in Anführungsstrichen mit unserem Hund zusammenleben und ihn erziehen. Das Schöne beim Rottweiler ist, dass der Bereich Erziehung, also erzogen werden, Hundesport in dem Bereich, IPO und wie es nicht alles heißt, ihm tatsächlich sehr viel Spaß machen. Mit einem Rottweiler in einen Verein gehen und dort eine Begleithundeprüfung ablegen, das finden die in der Regel sehr toll. Weil es aber so ein kräftiger und temperamentvoller Hund ist, wird häufig gerade in den Vereinen, gerade in den älteren Rottweiler-Vereinen noch sehr altbacken trainiert und gearbeitet. Und dann wird da sehr viel mit Druck und Lautstärke gemacht. Das ist allerdings tatsächlich nicht notwendig. Von den 5 oder 6 Rottweilern, die ich letztes Jahr hatte, waren 3 große, kräftige Rüden dabei. Von denen waren 2, die schon 1,5 Jahre, als sie erst zu mir gekommen sind. Der Dave hat als Welpe angefangen und mit allen kann man ruhig und konzentriert arbeiten. Das macht diese riesengroße Klotzbirne sehr müde. Ruhige, konzentrierte Arbeit ist also etwas, mit der ich tatsächlich sehr, sehr gut was tun kann. Im Bereich mit der Nase was tun, ist der Rottweiler jetzt nicht der Geschickteste. Der findet es, aber ich würde mal behaupten, die meisten anderen Hunde sind ein bisschen geschickter. Natürlich könnt ihr auch das mit dem Rottweiler machen, wenn ihr früh mit ihm anfangt und ihm das beibringt. Da macht er dann schon auch mit. Aber ansonsten ist so arbeiten, bolzen, ziehen, zergeln, ruhig mal rumliegen und faulenzen auf dem Tagesprogramm. Das kriegen die schon hin. Weil es allerdings ein bisschen mehr zu tun gibt, gerade im Bereich Erziehung, eben auch weil ich in vielen Bundesländern gewisse Auflagen erfüllen muss, sind wir hier in dem Bereich, wo ich sagen muss, wir müssen ein bisschen mehr tun als der Durchschnitt. Das heißt, hier kriegt der Rottweiler wirklich nur 2 von 5 möglichen Punkten. Nochmal kurz zur Erinnerung. 5 Punkte im Bereich Auslastung heißt, ihr müsst so gut wie nichts mit eurem Hund tun. 1 Punkt im Bereich Auslastung heißt, ihr müsst richtig viel ackern. 2 Punkte ist also gut. 3 Punkte wäre Durchschnitt. Kommen wir jetzt zum Bereich Pflege. Hier. Sehr gut. Da darf Gaia suchen. Da darf kurzes Fell, robuster Körperbau. Durchaus auch mal ein gemütlicher Hund. Im Bereich Pflege ist der Rottweiler tatsächlich nicht sonderlich anstrengend. Man kriegt alles aus dem Fell raus. Bürsten muss man ihn natürlich auch, weil er auch natürlich eher auch ab und zu mal Haare verliert. Aber sie sind kurz, man braucht keine spezielle Bürste. Man kann sehr, sehr viel so machen. Der ist relativ schnell getrocknet. Die gehen gerne auch so schwimmen. Pflegetechnisch ist der Rottweiler wirklich ein guter Hund. Da gibt es überhaupt nicht groß was zu sagen. Ein bisschen kann man Probleme haben, je nach Zucht, dass die Augenlider dann doch ein bisschen stärker hängen oder dass es zur Faltenbildung im Gesicht kommt, wo man ein bisschen drauf aufpassen muss. Aber mir fallen trotzdem nicht viele Hunderassen ein, die weniger Pflege brauchen. Die kleine Maus zum Beispiel ist viel pflegeintensiver mit dem ganzen Fell, mit hier überall Filz und Kletten und tralala. Das habe ich beim Rottweiler so rausgefummelt. Ich sehe jede Zecke unter dem schwarzen Fell, weil sich eine Beule abzeichnet. Weil es also nicht viele Hunderassen gibt, die tatsächlich einfacher zu behandeln sind im Bereich Pflege, bis auf die kleinen Einschränkungen mit vielleicht Augenlider, vielleicht so ein paar Falten im Gesicht, würde ich sagen, gibt es hier keinen Grund, dem Rottweiler nicht volle 5 Punkte im Bereich Pflege zu geben. Kommen wir jetzt zum Punkt Gesundheit. In puncto Gesundheit müssen wir uns leider wieder ein bisschen mehr dem Eingemachten widmen und ein bisschen genauer hinschauen. Denn hier hat der Rottweiler ein paar Baustellen.
die Liste der erblich bedingten Krankheiten bei der Rasse ist nicht sonderlich lang. Die Problematik ist, es sind alles größere Baustellen. Neben vielen Problemen rund um Gelenke und die Knochen wie HDED, logischerweise bei einer schweren Hunderasse, kommt beim Rottweiler noch dazu, dass sie ein Problem im Rückenmarkskanal haben oder mit dem Rückenmark, also die degenerative Rückenmarkserkrankung ist auch häufig der Fall. Und es gibt noch die Osteochondrose, eine Krankheit, bei der sich Knorpel zurückbilden. Das ist jetzt keine allzu lange Liste, aber wenn dieser Riesenkerl halt einmal Probleme mit den Gelenken hat, wird es schwierig, mit ihm den Alltag zu bestreiten und oftmals kommt man um Schmerzmittel nicht drum herum. Vor allem, weil diese Krankheiten eigentlich immer nur bergab gehen. Ein wichtiger Punkt also für euren Rottweiler ist, dass ihr ihn sauber und ruhig aufwachsen lasst, dass ihr ein bisschen auf sein Körpergewicht achtet, dass er nicht zu schwer wird. Dann könnt ihr das Ganze vielleicht nicht vermeiden, aber hinauszögern, sodass es später auftritt oder nicht zu schwerwiegend wird. Dazu kommen noch zwei weitere Krankheiten, die beim Rottweiler weit verbreitet sind, in Anführungsstrichen weit verbreitet, die immer wieder vorkommen. Aufgrund seines Gewichts und den Problemen mit der Körperkoordination, sagen wir es mal so, die sind durchaus etwas tollpatschig, kann der Rottweiler echt Probleme mit dem Kreuzband haben und es kommt häufig zu Kreuzbandrissen. Das ist hauptsächlich aber dem Gewicht zu schulden. Habt ihr einen schmalen, kleinen, sportlichen Rottweiler, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es euch trifft, nicht ganz so hoch, aber es kann immer noch vorkommen. Was tatsächlich allerdings viele Rottweiler gerade im Alter trifft, wenn sie älter werden, sind Probleme mit dem Herzen bzw. mit der Herzvene. Eine Herzvenenverengung ist relativ wahrscheinlich und kann dafür sorgen, dass euer Rottweiler einfach Probleme mit der Blutversorgung hat. Dann kommt ihr um ein Herzmedikament nicht drum herum. Leider haben diese Herzmedikamente oftmals Nebenwirkungen. Tatsächlich bringt auch noch die Krankheit viele Nebenwirkungen mit, wie Wassereinschlüsse im Bauch etc. pp. Das habe ich letztes Jahr erst alles gesehen. An sich ist die Liste der Krankheiten nicht allzu lang. Sie ist überschaubar. Es gibt viele Hunderassen, bei denen die Krankheitsliste viel länger ist. Allerdings sind das leider Gottes keine Kleinigkeiten. Wenn es jetzt heißen würde, ein hängendes Augenlid, das kann man alles mit kleinen OPs relativ schnell beheben. HDED, OCD, Osteochondrose, Herzprobleme, da ist nichts mit einer kleinen OP. Meistens muss man als Hundebesitzer einfach leider Gottes mit dem Problem leben und kann nicht mehr viel dagegen tun. Sehr gut. Hier bleiben. Obwohl die Liste zwar relativ kurz ist, die Krankheiten aber leider Gottes sehr enorm ausfallen oder sehr schwer ausfallen können häufig, muss ich hier tatsächlich ein paar Abzüge machen. Auch wenn es wenig Krankheiten sind, sind die, die wir haben, einfach nicht ohne. Deshalb landet der Rottweiler hier im soliden Mittelfeld mit 3 von 5 möglichen Punkten. Kommen wir jetzt zum Bereich Jagdtrieb. Ich hatte es eben schon mal erwähnt, der Rottweiler ist ein Hund, der gerne arbeitet und eigentlich viel Bock zu jedem Scheiß mitbringt. Mit einem tatsächlichen jagdlichen Problem hatte ich allerdings noch keinen Rottweiler im Training. Das liegt mitunter aber auch daran, dass die Probleme, die beim Rottweiler auftreten, da kommen wir gleich noch dazu, ganz anderer Natur sind. Weil es allerdings ein sehr aktiver Hund ist, der tatsächlich sehr spiel- und actionaffin ist, kann es durchaus sein, dass die mal zu einer jagdlichen Sequenz neigen könnten. In der Regel kriegt man das aber ganz gut erzieherisch in den Griff. Vor allem, wenn man ihm Alternativen anbietet. Einen dicken, festen Ball, ein ordentliches Ziehseil oder ein Dummy, an dem er sich richtig auspowern kann, sind für den Rottweiler in der Regel tatsächlich Grund genug, bei seinem Menschen zu bleiben. Hier schneidet also der Rottweiler im Bereich Jagdtrieb tatsächlich sehr gut ab. Ein bisschen was müssen wir abziehen, weil es gibt Hunde, die haben einfach wirklich gar keinen Jagdtrieb. Und aufgrund seines Spieltriebes kann es sein, dass der Rottweiler zumindest theoretisch jagdliches Verhalten zeigen könnte. Aber es ist einfach super selten. Deshalb hier solide 4 von 5 möglichen Punkten im Bereich Jagdtrieb. Könnte sein, passiert aber super selten. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, dem Verhalten. Und hier müssen wir wieder unsere Unterscheidung in Typ A und Typ B machen. Meine Einleitung zur Rasse ist tatsächlich etwas kürzer ausgefallen, weil es jetzt hier sehr viel zu sagen gibt. Weil ich jetzt hier in diesen Punkten wirklich nachholen muss, weil ich jetzt hier ein bisschen ausholen muss. Um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Typ A ist der liebevolle Klotzkopf. Das ist das Reh eingesperrt in diesen riesengroßen, kräftigen Körper. Das ist die Ballerina, die im Körper eines Rugby-Spielers steckt und nicht so recht weiß, damit umzugehen. Und Typ B waren die treu doofen Arschgeigen. Die Hunde, die tatsächlich sehr, sehr treu sind, aber eben viele andere Punkte wie dominantes Erscheinungsbild und dominantes Auftreten mit sich bringen und dadurch Probleme mit Artgenossen zum Beispiel bekommen können. Hier im Bereich Verhalten werden wir uns jetzt auch Gedanken darüber machen, warum der Rottweiler in der Gesellschaft tatsächlich etwas zwiespältig angesehen wird und warum ich sage, diese Hunderasse wird tatsächlich oft falsch eingeschätzt oder verschätzt. Die Problematik besteht darin, dass der Rottweiler an sich
tatsächlich eine erhöhte Tendenz hat, im Falle des Falles, ohne groß zu überlegen, eher offensiv zu reagieren als defensiv. Wenn man überlegt, wo sie herkommen, was ihre Arbeit war, weiß man auch, dass es super robuste Hunde waren. Und man sprach damals unter anderem beim Rottweiler von den sogenannten Bullenbeißern. Die haben halt Bullen oder die Kühe, das Vieh hinten in die Hacken gezwackt, um sie nach vorne zu treiben und mussten dann tatsächlich auch mal was einstecken. Wenn so eine Kuh nach hinten ausgetreten hat, dann darf der Rottweiler da nicht beleidigt von dannen ziehen und sagen, ich arbeite hier nicht mehr, das sind scheiß Bedingungen. So hat man also einen robusten Hund mit der Tendenz, in Anführungsstrichen, zu zwacken gebraucht und diese auch tatsächlich so eingesetzt. Wenn ich jetzt in soziale Medien gehen würde und nachschauen würde, dann gibt es ganz viele Befürworter dieser Rasse, die sagen, ach, das ist gar nicht wahr und das sind alles nur die Menschen, die den Hund so machen. Und da muss man leider Gottes einfach sagen, nein, das ist nicht so. Es ist tatsächlich so, dass erblich bedingt der Rottweiler eher dazu neigt, offensiv zu interagieren. Und jetzt müssen wir wieder diese beiden Typen, A und B, so ein bisschen auseinanderhalten. Typ A ist ein ganz netter Hund, will keinen Ärger, hat eine ganz lange Leitung und lässt ganz lange ganz vieles mit sich machen, bevor er tatsächlich eine Entscheidung trifft, vielleicht mal irgendwie zu reagieren. Ich würde sagen, das trifft so auf 60-70% der Rottweiler tatsächlich zu, die ich in den letzten Jahren hatte. Typ B ist ein Hund, der im Zweifel, wenn ihm was nicht passt, tatsächlich erstmal aufmuckt. Ich vergleiche das ganz gerne mit den Jungs, die in der Disco gleich immer blöde Sprüche bringen, weil sie das Gefühl haben, dass ihn einer blöd anguckt. Das ist der Rottweiler. Da guckt einer ein bisschen krumm, der Rottweiler denkt nicht nach, analysiert das vielleicht nicht, sondern ist im Zweifel eher dazu geneigt, mal zu sagen, was hast du denn für ein Problem? Was hast du denn für ein Problem? Was willst du? Ja? Diese Tendenz ist tatsächlich nachgewiesen und wenn wir das Ganze jetzt neutral oder eher freundlich ausdrücken wollen würden, müssten wir sagen, ein sehr temperamentvoller Hund. Und genau das ist er auch. Von den Rottweilern, die ich in den letzten Jahren hatte, gibt es eigentlich nur zwei Bereiche. Entweder sie kommen sehr jung im Welpenbereich und im Welpenalter und man kriegt sie in der Regel auf einen sehr guten Weg und ganz gut erzogen und vor allem auch gut sozialisiert. Und das ist beim Rottweiler ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt. Oder aber, ich hatte die zweite Variante, es sind schon etwas ältere Hunde, die meistens ein Jahr oder anderthalb sind, die dann schon eher Probleme an der Leine gegenüber anderen Hunden zeigen. Und das trifft oft die Rüden. Meiner Erfahrung nach sind Rottweiler Mädels viel netter, viel zurückhaltender und viel weniger temperamentvoll und nicht so Testosteron gesteuert logischerweise. Die Rüden, das sind richtige Disco-Assis manchmal. Da kannst du machen, was du willst, da kannst du dir Mühe geben, wie du willst. Der sieht einen, der ihn komisch anguckt und er fängt sofort an rumzukaspern. Das ist leider so und das ist auch der Punkt, warum wir hier so ein bisschen genauer drauf eingehen müssen. Unser Hundetyp A ist jemand, der sich das sehr, sehr lange gefallen lässt. Aber wenn es nicht anders geht, wird er irgendwann auch mal tendenziell eher offensiv reagieren und den anderen nach Strich und Faden verprügeln. Das heißt nicht, dass er ihn verletzen oder umbringen will. Ganz im Gegenteil, diese Klatschpressenartikel sind übertrieben. Aber bevor er dem Ganzen aus dem Weg geht, haut er lieber erstmal drauf. Nur ist bei Typ A die Leitung so lange, dass das wirklich ewig dauern kann, bis da mal was passiert. Bei Typ B ist die Leitung sehr kurz. Ich vergleiche das immer mit einem China-Knaller mit einer sehr kurzen Lunte. Wenn den was anmacht und die Lunte Feuer fängt, dann knallt es irgendwann und zwar relativ laut. Die Problematik hier ist, dass man das häufig trotz einer sehr guten Absicht und viel Aufwand und Besuch einer Hundeschule nicht unbedingt in den Griff bekommt. Man sieht es zwar kommen, aber man kriegt die Lösung nicht. Und jetzt kommt die große Krux, die ich am Anfang im Bereich Erziehung angesprochen habe. Hier braucht es jetzt richtig klare Führung. Wenn ich einen Typ B habe, so einen sehr temperamentvollen, dominant auftretenden, treu doofen Arschkeks, dann habe ich das Problem, dass ich das im Zweifel nicht in jeder Hundeschule in den Griff kriege. Dann brauche ich da tatsächlich Unterstützung von Menschen, die sich mit eher schwierigeren Fällen auskennen. Und jetzt, wo wir das beleuchtet haben, erklärt sich auch, warum ich sage, viele ver- oder unterschätzen diese Hunderasse. Verschätzen tun es oft die Menschen, die sich mit der Rasse vermeintlich nicht auskennen. Das heißt, Fremde und die Gesellschaft, die sagen, das sind problematische und gefährliche Hunde. Nein, 70% dieser Hunde sind richtig liebenswerte, große, dicke, schafsähnliche, rehbeherzte Knuddelköppe. Die stehen auf dem Schlauch, die brauchen lange, um Dinge zu lernen, aber eigentlich sind die super nett. Die sabbern nur und man kann den ganzen Tag mit ihren dicken Backen
Knuddeln und Herzen. Der Dave war so einer. Der ist als Welpe zu mir gekommen, der war total nett. Aber, und der hat auch gut gelernt, der war nicht doof. Ne? Aber manchmal hat man schon gedacht, ja, das braucht jetzt ein bisschen, bis das von hier nach da geht und umgesetzt wird, weil einfach die Leitung nicht so sonderlich schnell ist. Ja? Da, wo andere Autobahnen haben, hat der halt im Zweifel nur Tempo 30 Zone und es dauert mal eine Sekunde länger. Die Kira, die ich letztes Jahr hatte, ist als Mädchen gekommen, die war ultra lieb. Fast alle Rottweiler, die ich im Welpen- oder Junghundekurs hatte, sind in diese Richtung tendiert und haben sich so entwickelt. Das waren total nette Hunde. Die können tatsächlich sehr, sehr robust und sehr selbstbewusst auftreten und vielleicht auch mal ein bisschen temperamentvoller sein, aber eigentlich sind sie nett und haben eine sehr lange Zündschnur. Trotzdem ist es immer noch ein China-Böller, der im Zweifel laut knallt, mit einer nur wirklich sehr langen Zündschnur. Hier unterschätzt also die Gesellschaft den Hund. So schlimm ist er gar nicht. Aber bei Typ B verschätzen die meisten Rottweiler-Freunde und Rottweiler-erfahrenen Menschen den Hund. Es ist tatsächlich so, dass die offensiver reagieren als der durchschnittliche Hund. Es ist tatsächlich so, dass wenn du an diesem Punkt bist, dass der sich wirklich irgendwie von heute auf morgen zur Arschgeige entwickelt hat, du einfach mit deinem Wissen und den ich sag mal, Standardmethoden aus der Hundeschule vielleicht nicht weiterkommst. Und dann hast du ein ernstzunehmendes Problem, denn das Vieh wiegt im Zweifel 60 Kilo und dann halt das erstmal fest. Und hier wird die Rasse häufig unterschätzt. Ich sehe also den Rottweiler sehr neutral, aber im Punkto Verhalten kann es schwierig werden. Wollen wir das Verhalten wieder so ein bisschen aufschlüsseln? Zur eigenen Familie und den eigenen Kindern, zu eigenen Haustieren und dem eigenen Rudel ist der Rottweiler treu. Treu und ergeben. Und das ist das, was ich eben mit treu doof meinte. Ne? Die sagen, das ist meine. Das ist meine, da gehst du weg. Und dann können die auch mal so ein bisschen blöderes Verhalten an den Tag legen. Aber eigentlich sind sie wirklich sehr familienbezogene Hunde, die den Menschen sehr nah sind. Bei fremden Menschen tritt Punkt B relativ souverän und selbstbewusst auf, während Typ A tatsächlich so ein bisschen schissig und naja, ich weiß nicht so recht, bis hin zu defensiv-aggressiv agierend tätig werden kann. Aber in der Regel kommen die mit Menschen ganz gut parat. Die gehen denen im Zweifel einfach aus dem Weg. Jetzt kommt der letzte Punkt, Verhalten gegenüber Artgenossen. Der Typ A ist eher ein sehr zurückhaltender, also sehr skeptischer Hund, will nicht unbedingt mit jedem Hund was zu tun haben. Typ B ist tatsächlich eher so die Arschkrampe. Und die haben oftmals wirklich Probleme mit anderen Hunden, gerade wenn es Rüden sind und die in die Pubertät kommen. Wir hatten vor ein paar Jahren einen Hund in der Huta, der hat sich in der Huta relativ schnell eingefügt. Wir haben ihm natürlich ein paar Dinge gesagt, die nicht gehen und ein paar erzieherische Maßnahmen auch tätigen müssen. Vor der Tür ist er auf jeden Hund losgegangen, selbst wenn das Huta-Hunde waren, mit denen er sonst gespielt hat. Also die sind wirklich nicht ganz so einfach. Der Rottweiler ist einfach kein Anfängerhund. Bums aus, Ende. Er ist zu groß, er ist zu kräftig, er ist zu temperamentvoll im Zweifel und er hat im Zweifel tatsächlich Probleme mit Artgenossen. Das Ganze jetzt in Punkte umzumünzen ist also gar nicht so einfach. Wir sind bezogen auf die Zahlen jetzt im Bereich, dass wir sagen müssen, 60% der Rottweiler, 70% der Rottweiler sind gut, aber wenn es knallt, dann knallt es auch mal richtig. 30-40% der Rottweiler sind tatsächlich ein bisschen schwierig oder können tatsächlich schwierige Allüren an den Tag legen. Und deshalb muss ich hier etwas abziehen und sagen, der Rottweiler ist leider Gottes im Punkt Verhalten ein bisschen schwieriger, ein bisschen mehr Anspruch da, nicht ganz so der Durchschnittshund und leider Gottes nicht Anfänger geeignet. Deshalb hier nur 2 von möglichen 5 Punkten für den Rottweiler. Bitte versteht mich nicht falsch und habt jetzt das Gefühl, dass ich den Rottweiler hier versuche schlecht darzustellen. Dem ist nicht so. Obwohl er ein paar ernstzunehmende Krankheiten mit sich bringt, obwohl er tatsächlich schwierig im Alltag sein kann, weil es auch Auflagen von den Ämtern gibt und obwohl er im Bereich Verhalten deutliche Abstriche hat, ist der Rottweiler ein total geiler Hund. Ich mag den Rottweiler wirklich gerne. Wirklich gerne. Die Problematik ist, das sind 50 oder 60 Kilo schwere Schiffe. Und wenn das nicht klappt, dann hältst du das nicht, dann halt auch ich das nicht fest. Ich habe am Anfang diese Worte so ein bisschen flapsig gesagt, aber ich meine das echt so. Wenn ich sage, Typ A ist so der liebevolle Klotzkopf, dann sind das total nette Hunde. Aber du hast so das Gefühl, dass der echt oft auf dem Schlauch steht. Und dass der, um manche Dinge zu lernen und umzusetzen, tatsächlich auch einfach länger braucht. Aber dann hast du alle Zeit der Welt. Trotzdem muss man immer im Hinterkopf haben, naja, der könnte auch anders. Wenn er wollte, wird er den anderen Hund auch umdrehen. Und das kann er körperlich, das weiß er auch. Während ich bei Typ B gesagt habe, treu, doofe Arschgeige, das ist es auch. Die sind dann treu, die sind ergeben, die sind im häuslichen Umfeld mit ihren Leuten, sind die wirklich top und würden im wahrsten Sinne des Wortes ihr Leben für den eigenen Menschen geben. Aber dadurch, durch diese temperamentvolle Art, durch dieses dominante Auftreten nach außen auch und durch das Wissen über die eigenen Fähigkeiten, können die tatsächlich etwas schwieriger werden.
Würde der Rottweiler 15 oder 20 Kilo weniger wiegen, hätte er viel besser abgeschnitten, weil dann kannst du es einfach besser handeln. Denn wenn du mal ein Problem hast, ist es einfach mit so einem Riesenkerl wirklich schwierig. Wenn die dann zusätzlich noch auf dem Schlauch stehen, ist es noch schwieriger. Ich habe eben von den paar Hunden erzählt, die wir hatten. Egal, ob es der Amor war oder der Cisco, die haben sich bei uns gemeldet wegen Problemen anderen Hunden gegenüber an der Leine. Wir haben die in die Huta integriert, das ging aber wirklich nur mit einem straighten Fahrplan und wirklich nur mit ganz klaren Ansagen. Und da ist beim Rottweiler einfach mit Schimpfen nicht getan. Da muss es tatsächlich auch Rottweiler gerechte Konsequenzen geben. Da, wo ich mit dem Labi einfach ein bisschen robuster umgehen muss, muss ich beim Rotti noch eine Schippe oben drauf legen. Ohne dabei aber körperlich zu werden, denn körperlich sind die einfach so robust, dass die den nicht kommen kannst. Wenn die einmal in ihrem Film sind, wenn die einmal in ihrer Kneipenschlägerei sind, dann ziehst du die da nicht raus, ohne selbst im Zweifel Blessuren davon zu tragen, weil die sind einfach so in ihrem Film, dass du die auch nicht mehr ansprechen kannst. Wenn man an dem Punkt ist, dass der tatsächlich an der Leine Schwierigkeiten aufweist, dann empfehle ich euch wirklich, zu einem echten Fachmann zu gehen. Der Mensch muss sich auskennen mit schwierigen Fällen, der Mensch muss körperlich in der Lage sein, diese Tiere zu handeln, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, ich würde sagen, 90% der Hundetrainer können das nicht. Vor allem die Frauen nicht. Einfach, weil sie diesen Hund nicht bändigen könnten, körperlich. Wenn ich so einen Rottweiler vor die Christine schnalle, dann wiegen die gleich viel. Wie soll die das denn festhalten? Das ist utopisch. Selbst wenn ich den an der Leine habe und der rennt mit einem Meter Anlauf los, habe ich, wenn ich nicht vorbereitet bin, meine Mühe, da stehen zu bleiben. Wirklich viel Mühe. Und ich wiege 100 Kilo. Ja, also, versteht mich nicht falsch. Ich mag den Rottweiler wirklich sehr gerne. Weil wenn man die früh bekommt und wenn man die im Welpenkurs hat, dann sind das so richtige pausbackige Kuschelbären. Ich mag sie einfach. Das Schöne am Rottweiler ist, er ist ein ehrlicher Hund. Da ist nichts toll Gespieltes. Man kann ihn sehr gut lesen, man kann ihn gut verstehen. Man muss aber trotzdem immer im Hinterkopf haben, es sind so ein paar Dinge da, die es schwierig machen können. Es ist und bleibt ein China-Böller. Und das ist eben der Punkt, den ich häufig kritisiere in sozialen Medien, in Rottweiler-Foren oder von sogenannten Rottweiler-Fachleuten. Wenn man sich nicht darüber gewahr ist, dass dieser China-Böller richtig laut bummert, wenn es denn soweit kommt, dass die Lunte an ist und erzündet, dann macht man einen Fehler. Und weil man diesen Fehler sehr lange gemacht hat und weil man das unterschätzt hat, das Potenzial, das in diesem Hund steckt, ist es eben dazu gekommen, dass der Rottweiler nach fast 100 Jahren auf einmal als aggressiver Hund auf der Liste oder in der Anlage vieler Bundesländer gelandet ist. Das war nie notwendig. Der Rottweiler hatte ein klares Einsatzgebiet. 80 Jahre lang, 90 Jahre lang ist das gut gegangen. Aber irgendwann ging das nicht mehr gut, weil immer mehr Leute gesagt haben, Mensch, so ein imposanter Hund, der gefällt mir gut. Und das unterschätzt haben, welches enorme Potenzial in diesem Böllerkopf drin steckt. Ich habe das eben so ein bisschen als China-Böller betitelt. Der Rottweiler ist ein China-Böller, aber leider Gottes kein Deutscher nach Norm, sondern das ist so einer aus Tschechien, der, wenn er knallt, richtig laut knallt und im Zweifel dann auch noch die Fensterscheiben vom Nachbarn zerfetzt. Der Rottweiler ist kein Anfängerhund, wirklich nicht, wirklich nicht. Man sollte wissen, worauf man sich einlässt, man sollte wissen, welche Auflagen in den Kommunen herrschen, man sollte sich gut informieren und man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es mitunter auch mal holprig werden kann auf diesem Weg. Geht früh in eine Hundeschule, in der auf Interaktion und Sozialisation großen Wert gelegt wird. Und wenn ihr einen Rottweiler haben wollt, empfehle ich euch die Mädels, denn die sind in der Regel deutlich angenehmer, was die auffälligen Verhaltensweisen gegenüber Artgenossen angeht. Ihr könnt auch einen total tollen Rüden bekommen. Aber das ist nicht so einfach. Wenn ich mich an den Dave zurückerinnere, das ist einfach so eine richtige Knutschkugel, den könnte ich den ganzen Tag herzen. Das ist ein Schaf im Körper eines Rottweilers. Wenn ich mich an den Cisco erinnere, der kam dann irgendwann Anfang letztes Jahr oder vielleicht auch Ende vorletztes Jahr zu uns schon als Arschgeige. Und wir mussten wirklich robust mit dem umgehen. Wir mussten straight arbeiten. Wir haben den in die Huta integriert. Aber auch da gab es in Anführungsstrichen den bildlichen Satz heiße Ohren mal. Und den brauchte er auch. Aber dann ging's. Dann hat er verstanden, Mensch, ich kann hier alles machen, ich soll halt nur keinen verhauen. Und dann war es auch okay, aber dieser Punkt kann wirklich schwierig sein. Rottweiler, total tolle Hunderasse, ich mag die wirklich, wirklich gerne, auch wenn es vielleicht nicht so rübergekommen ist in dem Video. Hier seht ihr jetzt die Gesamtpunktzahl der Hunderasse Rottweiler. Wenn ihr einen Rottweiler habt, dann teilt mir doch mal eure Erfahrungen mit. Sagt mir doch mal, ob meine Erfahrungen mit der Hunderasse sich mit euren decken. Ich würde mich sehr freuen, mit euch darüber konstruktiv in den Kommentaren zu diskutieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Im nächsten Rassecheck gucken wir uns den Husky und den Alaskan Malamute zeitgleich an. Bis dann. Tschüss.